Mann, das war wirklich bombastisch heute. Das war Gänsehautfeeling, 4000 Leute in einem stockfinsteren Saal. Und dann diese Musik und es vibrierte alles und dann eine tolle Story über Periimplantitis. It's such an example of communication where you have access to reach out to the broad community of dentistry. It is the perfect tool where people working there in day-to-day clinical practice can profit from science being communicated in a very accessible manner. I think the film we have seen having its premiere today is a very good example of a good communication. Any progress we make, any new finding needs to be communicated. So I think communication is ultimate in terms of research. Otherwise, we have no transmission into knowledge into the field and for the benefit of patients. Unser Gehirn denkt dreidimensional und die Filme ermöglichen uns, auf verschiedenen Ebenen Bilder zu verstehen. Wir haben die Ebene des Auges, des Behandlers, wir haben die mikroskopische Ebene von Zellen, wir haben die submikroskopische Ebene von Proteinen. Und durch den Wechsel durch diese drei verschiedenen Bildebenen hat der Betrachter jederzeit das Verständnis des Klinikers, aber auch das Verständnis der Biologie, die im Hintergrund von Heilungsabläufen oder im Hintergrund von Pathologien entstehen. Ich denke, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um das Verständnis auch für den biologischen Bereich der Heilung zu erweitern und insofern dem Studenten oder auch später dem Zahnarzt Einblicke zu geben über die Wissensinhalte und die wissenschaftlichen Inhalte, die im Hintergrund seiner Behandlung ablaufen. Holobiont is a, it's a kind of an organism that's made up of human cells and bacterial cells. And so the holobiont concept is one in which the human being lives with its own bacteria. And we are more bacteria than we are human cells. Just more bacteria than human cells. And so we live in a symbiosis. And the symbiosis means that the host cells, the human cells, live with the bacterial cells and they're in harmony. So they can live with each other and that's what keeps us healthy, if you like. Where things go wrong is where the symbiosis changes. And so if we allow the, in the mouth for example, if we allow the plaque bacteria to accumulate without removing them, then sometimes the destructive bacteria emerge within that biofilm, and that then becomes a dysbiosis instead of a symbiosis. And then the immune response reacts badly to those bad bugs, and we end up producing damage to our own tissues. So it's important from the periodontitis point of view to actually have the health-promoting biofilm, to get the good bugs back, and the same around implants. Because if we get the good bugs back, then they can live in harmony with the immune response, and the good bugs keep the bad bugs away. So the concept of the superorganism is in fact a human being that lives with its own bacteria in harmony without any problems. The modern techniques today, where you have 3D animation facilities, will transfer at a way to show mechanisms which we only can describe by words. When you can put it into illustrations, it's far more accessible to all of us. I have in my background a career as an illustrator, which was more than 30 years ago in textbooks. So I know the difficulties, and I am full admiration for the skill of the group in producing the wonderful 3D material. Ich denke, ganz entscheidend bei diesen Filmen ist, dass sie wirklich wissenschaftlich up-to-date sind. Wir wollen hier wirklich, dass im Moment der Standard des Wissens, der im Moment vorhanden ist, auf Basis der Studien, die wir machen, repräsentiert wird. Gleichzeitig aber auch wollen wir, dass die Wissensinhalte verständlich bleiben. Und das ist genau der Spagat, den wir gehen. Einerseits ein Transfer of Science, also zu vermitteln, was im Moment das Ergebnis der aktuellen Studienlage ist, aber zum anderen die Verständlichkeit für den Alltag in diese Bilder und in diese Story des Films zu integrieren. Ganz klasse, also toll umgesetzt, tolle Bilder. Ich bin ganz begeistert und wir haben viel sehr, sehr gutes Feedback erhalten. Ja, Wissensvermittlung mit bewegten Bildern, mit tollen Animationen, also genial, ganz klasse. Die Zuschauer werden begeistert sein, das kann ich jetzt schon versprechen.